Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 184. Wir stehen vor einem New Holland T5 und jeder sagt, da stehen wir immer vor. Nein, diesmal ist es tatsächlich eine Mod. Es ist nämlich die Force Edition, wo selbst auch die Kettenvarianten für die Reifen mit dabei sind. Also einmal schön hier das Gestell an sich. Ne? Ist hier oben schön mit Gitter, wie ihr seht. Hinten auch mit Gitter. Und die Reifen tatsächlich dann auch wählbar, ob man Kette haben möchte oder nicht. So einfach ist es, hätte ich schon fast wieder gesagt, aber das ist schon wieder soweit. Wir haben hier innen auch die schöne Beleuchtung, dementsprechend funktioniert auch die Beleuchtung, wenn man das Ganze von außen anguckt, natürlich funktioniert. Und wir haben zwei Rundumleuchten mit da dran, die auch funktionieren. Ja, so soll das sein. Shop, genau sieht's aus. Traktor, kompakt, ganz am Ende. 95.000 kostet das gute Stück. Weiß gar nicht, was kostet der normale? 83.000. Okay, 95.000 kostet das gute Stück. Wir haben hier die Motoroption noch auf 117 PS hochzugehen, indem wir den T520 draus machen, die Frontladervariante ranzunehmen und den Reifen haben wir halt ganz normal, ne, Zwillingsgeschichten, bis hin dann halt auch ne, die breiten Reifen mit den ne, Ketten dementsprechend. Dann sind wir bei 110.500 für eine 117 PS Variante mit Ketten, mit Forstaufbau, mit allem drum und dran. Also eine gute Idee, finde ich, immer was anderes. Wer gerne auch den Forstbereich macht, hat mal was anderes wieder zur Hand. Zur nächsten Mod würde ich sagen, oder zu den nächsten Mods, sagen wir es mal einfach so. Ja, ich habe in meiner Sache, ich glaube am Samstag hatte ich 21 Mods vorgestellt und einen vergessen zu zeigen. Der Link war drin, das ist dieses schöne kleine Gewicht, was ihr hier seht, das dunkle. Das ist das, was hier optisch fehlt. Ich habe den Link auch in der heutigen Folge nochmal neu mit reingetan. Ich zeige es auch gleich im Shop zusammen mit den MX-Gewichten, die ihr hier seht. Das ist die Grundfassung des MX-Gewichtes. Man hat hier die Variante, das Ganze zu erweitern, wie ihr seht. Und hier wird es dann nochmal erweitert. Das ist am einfachsten zu sehen im Shop, erschreckenderweise, aber so ist es halt. Wir gehen einmal los. Einmal haben wir hier 1500 Kilo für 1000 Euro und das ist halt dieses Gewicht. Das läuft unter Deutz Fahr vom Hersteller. Das ist das, was ich vergessen hatte, optisch und auch im Shop nachzureichen. Hier haben wir es dann nochmal drinne. Und hier haben wir das MX-Gewicht dementsprechend. Das haben wir hier in der Standardform. Das sind 1200 Kilo. Und das sind immer die Kilo, die dazukommen. Einmal 400 und einmal 800 drauf. Das heißt, wir haben da 1,6 Tonnen und 2 Tonnen dementsprechend als Auswahl. Und Farben haben wir dementsprechend dann auch anpassend zu verschiedensten Herstellern oder ne, anders neutral, je nachdem, wie man gerne möchte. Kann man hier dementsprechend auch noch die Farbe anpassen. So, gut, damit haben wir die beiden Jungs auch schon durch. Dann würde ich sagen, laufen wir mal hier rüber. Und dann sagt ihr, der T5 ist die Mod? Nein. Das Gewicht hinten? Nein. Die große Maxi-Schaufel auch nicht. Nein, es ist dieser freundliche, wunderbare Adapter. Das ist, glaube ich, von dem Forbidden Mods Team gemacht. Das ist ein Adapter der Dreipunktaufhängung zu Radlader. Ne? Also, ich kann hier reingehen. Wie ihr seht, ne? Das sieht so ein bisschen komisch aus, aber ich kann halt die Bedienung hiermit dann schaufeln, machen, tun. Ne? Ihr seht selber steuerungstechnisch, ich kann den Adapter anschalten, abschalten. Ich weiß nicht, wie das An- und Abschalten dann funktioniert. Ich mache jetzt hoch, runter, links, rechts. Bis jetzt kippt er sich jetzt hier nur. Aber das kriegt ihr bestimmt irgendwie raus. Wir können natürlich das Ganze. Ne, können wir nicht. Ich dachte, wir könnten das auch heben und senken oder so. Ich gehe mal einen weiter. Das ist immer noch das Gleiche. Ah, okay. Ich habe noch die Bedienung hoch und runter, dementsprechend hier noch im gewissen Rahmen auch mit. Müsst ihr mal eine Runde ausprobieren. Also es geht erstmal um den Adapter. Ran geht er, Bewegungen sind auch da. Wie man da jetzt am besten mit arbeitet oder wie die Funktionen alle genau übernommen werden, da müsstet ihr mal eine Runde gucken. Ich habe jetzt hier angeschaltet und steht auch Adapter senken, aber so super viel Adapter hat er hier jetzt gerade nicht. Okay, also wie gesagt, wer es rauskriegt, schreibt es bitte in den Kommentarbereich rein. Der Adapter an sich ist dran, funktioniert. Und ja, so sieht es aus, ne?
Ich würde sagen, ich lasche mal hinten um die Eck und wir kommen hier zu einem Düngerstreuer. MTT4 U, glaube ich, läuft das drunter bei uns im Shop. Ne? Sieht schön auf alt gemacht aus. Texturen, ja, könnten vielleicht einen kleinen Tick besser sein, gestehe ich ein. Ein Gerät muss natürlich jetzt aufgefüllt werden. Hier seht ihr es auch von oben. Schönes Abdeckgitter drauf. Das sieht auch alles soweit gut aus. Wir haben das Ganze normalerweise unter Streutechnik dann hier hinten. Da seht ihr es, ne? MTT 4 Uhr, genau. Ne? Lass es mich lieber nicht vorlesen. Ich will es gar nicht erst versaubeuteln. 4000 Liter geht rein. 12 Meter Arbeitsbreite hat er. Ist zum Kalken und zum Düngen. Und wenn wir das Ganze aufmachen, können wir hier die Felgenfarbe noch bestimmen und das ist es aber auch. Das ganze Altgemachte dementsprechend, das bleibt euch auf jeden Fall erhalten. So, gut, den haben wir dann auch. Dann geht es eine Runde weiter. Zu diesem wunderbaren, schönen, kleinen, wenn ich nicht hängen wählen würde, Hänger. Da seht ihr es, einen kleinen, einfachen Einachshänger, wie ihr seht, mit 1, 2, 3, 4 mal ne? Spanngurt und man kann ihn dementsprechend auch aufklappen. Der ist nicht für Schüttgeschichten, sondern da könnt ihr ein oder zwei Ballen dementsprechend dann mitnehmen. Sowas in der Richtung, für sowas ist der halt gedacht. Ne? Man kann das Ganze schön auf- und zuklappen. Und das ist es dementsprechend dann auch. Wie gesagt, hier die Spanngurte halt anbringen. Ne? So, auch da hüpfe ich wieder raus. Auch da gehen wir. Ich glaube, da steht trotzdem unter Hänger, oder? Ja, da seht ihr es. Ein-Axt-Trailer sozusagen. Und ja, ist nicht dran zu machen. Er sieht auch hier im Shop, wird er jetzt wieder mal nicht gezeigt. Beim Kaufen von wurde er gezeigt. Komisch, wie es ist. Aber ist halt als Ballenwagen. Ja, passen wohl zwei Ballen rein, schätze ich mal. Also Rundballen wahrscheinlich. Ne? Könnt ihr einen schön festmachen und mit durch die Gegend fahren. Wer es braucht, wer es möchte. Ne? Viele brauchen es nicht, einige vielleicht schon. Deswegen ist auch mit dabei. So, gut. Habe ich was vergessen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei sind hier auf jeden Fall noch. Ja, passt doch. Gut, wir haben einen Trailer. Ja, die Firma, das ist wahrscheinlich eine Schleichwerbung, deswegen lassen wir sie gleich mal außen vor. Es ist ein, ne? Überhol mich ruhig. Jagd macht doppelt so viel Spaß. Okay. Ja, das ist ein Trailer. Wir haben ja den Milchtrailer und den Wassertrailer schon in den Folgen drin gehabt. Hier haben wir jetzt dementsprechend dann den Treibstofftrailer. So einfach ist es. Abdeckung öffnen. Der geht hier, geht oben die Luken schön auf, wieder schließen. Man sieht auch schön, wie die Klammern sich dann schließen. Ne? Dann ist das Ganze wieder zu. So einfach ist. Ah, falsche Taste gedrückt. Was ich natürlich machen muss, das Ganze einfach mal eine Runde im Shop zeigen. So, der ist dann glaube ich unter diverse. Und ihr seht es hier. Hier ist auch der Adapter. Ne? 3-Punkt Hydraulik zu Radlader. Ne, den hatte ich vorhin, glaube ich, auch noch nicht im Shop gezeigt. Da seht ihr es, kostet gute 2400. Und hier ist der gute 22.500 Liter Benzintransport sozusagen. Ne, dafür ist er da. Und was man hier ändern könnte, sind die Felgenfarbe. Ich könnte auch hier sagen, es soll weiß sein, jetzt zum Beispiel passend zum oberen Teil oder so. Ja, der kostet 77.000. Da haben wir den auch dementsprechend schon dabei. So, was habe ich noch vergessen? Nix, außer die eine Mod hier. So simpel ist es. Also, eine Mod haben wir noch. Hier steht es an der Seite auch dran. Terus GTS do Brasil. Wird also wohl aus Asien kommen. Nein, natürlich nicht. Ne? Ja, es ist ein tiefen Lockrad, würde ich sagen. Er läuft hier im Shop aber unter, zeige ich zuerst, das ist das Einfache dann. Läuft unter Flüge, da seht ihr es dann, GTS 65.400 kostet er. 7,10 Meter Arbeitsbreite braucht 540 PS, weil ne, 7,10 Meter mit den Dingern im Boden, könnt ihr euch gut vorstellen, dass da ein bisschen Schub kommen muss. Der freundliche Kollege hier versucht sein Glück. Ihr seht, er fährt. Wir können mal gucken, wie viel PS er hier hatte. Wenn ich hier so ein bisschen mit fahre. Ey, cool. Echt, das geht? Okay, wir testen mal ganz kurz was. Vielleicht kann ich hier tatsächlich den Kalk im Beton unterflügen. Das wäre natürlich ein Traum.
Dann wäre der Haufen doch mal weg. Der war nämlich in den letzten ein, zwei Folgen auch teilweise mal im Weg. Ich würde sagen, wir... ihr seht aber selber. Er tut sich dann schwer, ne? Und die 15... Ja, jetzt habe ich das schön hier untergeflügt. Ne, staubt auch fein. So soll das sein. Selbst die kleinen aushörenden Reifen machen Spuren. Ja, ihr seht selber, er kommt ab und zu mal auf 10, aber sonst, wenn er richtig ziehen muss, sind es nur 8 km/h, weil er einfach die Leistung nicht hat. Ne? So simpel ist es. Da habt ihr jetzt gesehen, warum man so einen braucht, wenn wir uns jetzt den Jungen hier angucken bei uns hier. Na, wo sind sie geblieben? Ne? Das waren jetzt 280 PS Traktoren. Also, ne? Da sollte man die 500 PS Kategorie durchaus ernst nehmen, wenn man damit arbeiten sollte. Ich finde es aber sonst ein schönes Gerät, muss ich sagen. Ne? Also hat was. Felder erstellen kann man damit auch. Sonst alles dran, alles da, so wie es sein soll. So, ich mache die Hilfe nochmal wieder aus. Und ja, wir kommen nochmal zu einem schönen kleinen Bild am Schluss, weil das hier ist tatsächlich der Schluss. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen dann.